Hallo zu einem Short Review Special mit Sascha. Diese Retro Mini Arcade habe ich zusammen mit meinem Bruder auf dem Flohmarkt für nur 1 € gefunden. Wir dachten, das ist ein nettes Teil, was man sich so hinstellen kann und hat vielleicht ein Spiel drauf, sowas wie Tetris oder eben halt ein Geschicklichkeitsspiel, so ein LCD-Spiel. Aber dem war gar nicht so. In diesem Retro Mini Arcade steckt wesentlich mehr drin. Und weil wir so überrascht waren, habe ich jetzt gedacht, da musst du ein Video von machen. Insgesamt sind sogar über 200 Spiele drauf zu finden. Welche Firma nun dahinter steckt, kann ich nicht sagen. Ich habe auch so nicht gesehen, wer das hergestellt hat, weil es steht nichts drauf. Es hat mich an zahlreiche NES-Klassiker erinnert und deshalb dachte ich spiele einfach mal für euch da rein. So, schauen wir uns mal die Mini Retro Arcade an. Vorne zwei Feuerknöpfe, ein Stick. Dann haben wir hier die Starttaste. Reset, kommen wir auch noch zu, und Volume, um die Lautstärke vernünftig einzustellen. Die resettet sich automatisch, also es wird immer lauter und dann fängt es wieder von unten an mit leise. Man kann sehen, klassische Motive so ein bisschen, die eben auf Space Invaders hinweisen oder erinnern. Da kann man das ja auch gut sehen. Hinten ist ein Lautsprecher. Das Batteriefach zugeschraubt. Aber es ist kein Hinweis auf den Hersteller zu finden und auch nicht im Game. So, hinten ist der Knopf zum Einschalten. Wir schalten ihn, ne, mittig ein. Ihr seht schon die Lautstärke. Kann man hier stellen. Ah, noch lauter. Ist doch super. So, dann werde ich jetzt mal ein bisschen näher rankommen, damit wir auf den Monitor gut sehen. Dieses Display. Mit. Es gibt 4 Kategorien: Sports, Shooting, Puzzle, Arcade. Und auch fangen wir einmal mit Sport an. So, wir haben jetzt hier, seht ihr, 12 verschiedene Games. Aber das ist auch nicht alles. Denn wenn ich nach rechts weitermache und noch mehr und noch mehr bis dahin. Also das sind gut 200 Games gesamt, denn alle 4 Bereiche haben mehrere Seitengames. So, und ich wähle einmal spontan aus. So, nehmen wir mal Eishockey. Einmal drücken. Schweden, machen wir mal Start. Auf End und Line-Up. Ich habe da keine Ahnung, welche Einstellung. Und wenn ich mir das angucke, das sieht doch verdammt nach NES aus. Egal, ich versuche mal. Ich bin da aber auch nicht der große Spieler. Der Gegner ist recht gut und hat mir gleich ein Tor reingehabt. Ich bin blau übrigens. Probieren wir weiter. Schon wieder verloren. Überhaupt nicht mein Game. Nächstes. Komm, wir wollen gar nicht so viel Zeit verschwenden. Ich mache es hier auf Reset. Ich wieder in der Übersicht. Und was haben wir hier? Roads. Keine Ahnung, was das ist. Gucken wir uns an. Start. Ja, man muss sagen, die Grafik ist ja nicht schlecht. Na, hier mache ich mit Speed. Ich kann lenken. Ich muss das einsammeln. Ups. Es wird natürlich nicht viel erklärt. Das ist so wie wirklich wie früher die Games. Okay, 10-2. Ich muss wohl noch komplett durchkommen. Oder auch nicht. Ich
merke gerade, ich bin nicht ganz mittig. So, das wollte ich natürlich korrigieren. Oh, ich kann springen sogar dann. Erstaunlich. Na egal. Nächstes Spiel. So, was haben wir noch? Oh, ist ja Fahrstuhlmusik. Rugby Fight. Boat Contest. Dann machen wir doch mal Boat Contest. Okay, ich lenke hier rum. Was muss ich eigentlich machen? Der Knopf funktioniert nicht. Ich kann es ein bisschen rumlenken. Next. Und weiter. Was haben wir hier oben? Komm, wir wollen mal letzte Seite gucken. Oder haben wir. Aha. Diskus. Goalkeeper. Sind ja teilweise so ein paar Minigames. Da habe ich ein Tor reingelassen. Schon wieder ein Tor reingelassen. Alter, bin ich schlecht. Ich hab's geschafft, ich habe ihn gehalten. Oh. Eins und dann schon wieder weg. Also Sport ist nicht mein Ding, aber ich muss sagen, die Grafik ist doch wirklich gelungen. Auf diesem kleinen Display und dann so viele verschiedene Games. Es fängt dann wieder von vorne an. Okay, nächstes Spiel. Sind ja nur Auswahl. Bowling. Ach, das ist doch auch was. Nur mal Start. Dann machen wir die Richtung und die Stärke. Oh, das ist doch was. Nicht schlecht. Ist ja herausfordernd. Noch schon wieder nur die eine Seite weg. Oh, zieht er darüber. Ich schaffe immer nur die linke Seite wegzufetzen. Und schon wieder die Seite weg. Boah, bin ich schlecht. Nur die linke Seite, Mann, wenn ich.
kurz vorher zieht der weg. Keine Ahnung, wie viel. Aber grafisch ja gar nicht so schlecht dargestellt. Ja. Jetzt wollen wir mal ganz. Oh. Das ist doch zum. Ganz oben sehen wir hier so ein paar Punkte. Ich glaube, das ist so die Reihenfolge. Oder wie viele Runden wir haben, besser gesagt. Muss noch eine danach kommen. Nicht schlecht. Ich glaube, im realen Leben bin ich etwas besser im Bowling. Ist natürlich auch kein Re-Bowling oder sowas. Okay, jetzt muss ich pro Start machen, jetzt bin ich durch. Und dann habe ich meine Runde. Nicht schlecht. Jetzt fängt es wieder von vorne an. Also resetten wir. So, was haben wir hier? Ne, wir machen mal nach vorne. Aber im Endeffekt haben wir jetzt hier schon genug. Wir gehen auf Reset nochmal. Jetzt haben wir nochmal die vier Auswahlmöglichkeiten. Puzzle. Ist das untere? Auch machen wir Puzzle erstmal. Sudoku. Okay, da bin ich nicht so gut drin. Das Pipes. Okay, da muss ich zusammenfummeln. Aha. Ah, jetzt verstehe ich. Man muss da die Seiten löschen. Ich muss immer irgendwas verbinden, damit ich. Ah, ja, gut, so geht das. Na gut, das war ja nicht richtig. Eine witzige Sache. Okay, aber Reset, kommen wir wollen neue Spiele. Ich will ja nicht ewig mit den ganzen Zeit verbringen. Ich muss aufpassen, dass ich mittig immer bleibe. Crazy Coins. Das sind so Minispiele, so Magic Ball. Klingt auch interessant. Ach so, ja, sowas. Muss mindestens irgendwie 2 nebeneinander, keine Ahnung. Das Grüne hier weg. Interessant. Eine kleine Art Tetris-Klon, wenn man es so will. Aber egal. Next. Haben wir denn überhaupt Tetris da? Komm, wir gucken mal. Ihr seht so viele Games. Ich
Ich bin völlig erstaunt über diesen kleinen Fund, was der alles hat. Komm, das sieht witzig aus. Ich schlag diese Klötze weg. Gut, kann natürlich da nicht hoch. Okay. Ich mich jetzt selbst. Mich selbst Game Over gemacht. Gut. Next. Ah, Tetris, so eine Art sehe ich nicht. So das denn aus. Panda! Das ist doch witzig. Start. So, ich muss abwarten, bis das mich freigibt. Ah. Das muss ich alles einsammeln. Da ist diese Bar angewachsen. Kann ich das einholen? Nö. Ach, ich hab gewonnen. Ich muss das alles einsammeln. Okay. Next. Also Geschicklichkeitsspiele sind ja schon ganz witzig. Das sieht auch wie Q-Bird aus. Geil. Q-Bird. Ja. Level 1. Okay. Q-Bird. So. Es ist schon witzig, was wir da alles haben. Gut, aber wir wollen mal die nächsten. Ich bin ja jetzt schon bei 17 Minuten. Da müssen wir natürlich noch mal ein bisschen was gucken. Was haben wir denn Arcadius? Wack the Mole. Na gut. Da habe ich keine Lust zu. Die Mission, sie klingt interessant. Ah, ich muss hier gedrückt halten. Ach so. Okay, next. Komm. Dogs. Ist doch Wahnsinn, was hier alles geboten wird auf diesem kleinen Teil. Birds, was haben wir da denn? Knopf drücken bringt nichts. Ich fliege also. Irgendwie Geschicklichkeit. Ah, muss ich jetzt hier einfangen, Essen liefern? Also fütter ich die. Ist nicht schlecht. Okay, next. Teleport. Na komm, Teleport, das klingt lustig. Ja, da oben bin ich. Alter, ich kann mich nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Alter, ich bin dieser kleine Ball. Okay. Ich bin dieser kleine Ball.
Ganz oben links. Jetzt teleportiere ich mich durch die Löcher, dann bin ich immer irgendwo und ich muss noch was einsammeln und ich weiß noch nicht mal, wann ich tot bin. Komm. Next. Aber wir gehen jetzt weiter. Okay, wir haben Shooting. Shooting fand ich schon ein bisschen lustiger, als ich das ausprobiert habe. Und das ist hier voll der Galaga-Klon. Das ist auch einfach. Mal gedrückt haben. Ist doch Wahnsinn, das. Ja, geschafft. Und jetzt bin ich gleich tot gegangen. Das Witzige ist hier, ich bin schlecht. Das Witzige ist eigentlich, dass es wirklich dieses ganze Galaga-System drin. Irgendwann gibt es auch jemanden, der mich einfangen kann. Also ist schon verrückt. Ach, Game Over. Gut. Machen wir das nächste. Streetman. Super Shooter. Wave Tiger. Ach komm, das klingt geil. Ah, ich muss Bomben auf U-Boote werfen. Ist das witzig. Man muss aufpassen, dass ich nicht getroffen werde von dem Ganzen. Grafisch haben die ja echt viel rausgeholt. Das war Wahnsinn. Gibt alle echt lustige Games. Habe ich unten getroffen? Na gut, aber wir wollen noch mehr sehen. Skyfighter. Das klingt doch geil. Oh, was für ein Schmatt. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Das ist ja Wahnsinn. Ach, getroffen, scheiße. Mal schon wieder weg. Ich meine, der Sound ist blechernd, aber man bedenkt auch, dass sowas kostet um die 30 Euro maximal neu. Und ich habe es jetzt auf dem Flohmarkt für 1 Euro gefunden. Ey, geil, ey. Power up. Die Waffe an. Das ist ja voll das Hammerteil. Ich meine, es wird nicht mehr als ein, zwei Level sein, die sich dann wieder oder so endlich. Aber das kleine Ding hat mehr drauf, als man so denkt. Ja, ich bedenke, ich dachte so, ja, hinstellen ist okay, aber eine andere Taste geht nicht. Oh, schon wieder tot. Aber okay, wir wollen noch mal ein neues Spiel probieren. So, was haben wir denn dann noch? Space Fighter, keine Ahnung. Das sieht doch aus. Start drücken. Achso. Na gut, nächstes Spiel wollen wir ausprobieren. Was haben wir dann noch? Weiter Pläne.
Das sind ja so Shooter. Aber hier ist Sea Fighter. Mal sehen, was das ist. Das kommt. Ich meine, es sind ja simple Spielprinzipien. Torpedo schieße ich ab. Erinnern aber an viele Klassiker einfach. Und die sind eigentlich recht gut interpretiert. Hier muss ich jetzt drücken. Ich bin untergegangen. Okay, wollen wir noch mal ein bisschen. Ein Spiel noch. Area Hero. Musik scheint sich auch zu wiederholen. Okay, Mobile, next. Ein Spiel habe ich entdeckt, als ich es zum ersten Mal gespielt habe. Jetzt muss ich gucken, das war glaube ich ganz am Anfang. Wo sind wir beim allerersten? Hier. Duck Hunter. Das ist doch Duck Hunt. Ja, habe ich nicht geschafft. Guck, wer hat denn ganz im Maul oder eine Ente? Jetzt ist Game Over. Okay, das war's. Ich hoffe, diese Runde mit dem Retro Mini Arcade hat euch gefallen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, hinterlasst einen Kommentar, lasst ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, euer Sascha.